Ihr Lieben, das war schon ein voller Gottesdienst, oder? Und wenn ich so in die Reihen schaue, denke ich eigentlich, wir sollten uns in kleinen Gruppen zusammensetzen, eine Bibel schnappen und gar nicht das Gleiche lesen, sondern das, wo wir den Eindruck haben, den Text lesen wir heute, als Kleingruppen machen. Ich mache das irgendwann mal, tatsächlich. Nicht, wenn ich nicht vorbereitet bin auf die Predigt, aber weil ich da ganz viel davon halte. Ich will euch heute Morgen trotzdem in einen Gedanken mit hineinnehmen, der mich wirklich viel beschäftigt, schon ein paar Jahre lang. Und ich beginne mal damit, dass ich euch drei Männer zeige und frage, ob irgendjemand mindestens einen von diesen drei Männern erkennt. Falls ja, ruft das mal rein. Billy Graham, ne? Also ganz links, jetzt hängt das davon ab, vielleicht bist du gar nicht in dieser christlichen Bubble aufgewachsen, du fragst dich, wer ist denn Billy Graham? Billy Graham ist wahrscheinlich der bekannteste Evangelist des 20. Jahrhunderts gewesen. Ich sage euch mal die zwei anderen Namen, dann macht das nämlich Sinn. In der Mitte seht ihr Chuck Templeton. Chuck Templeton hieß eigentlich Charles Templeton. Man sagte in den 50er, 60er Jahren, er ist eigentlich der noch begabtere Evangelist als Billy Graham. Und ganz rechts seht ihr Tory Johnson, der Gründer von Jugend für Christus. Die drei Männer sind absolute Heroes in meinem Leben. Die haben für Jesus Unglaubliches getan. Ich feiere, die sind so ganz kindlich glaubende Männer gewesen, die gleichzeitig ganz strategisch gedacht haben, also wirklich Vorbilder für mich. Spannend ist aber, wenn man Billy Graham und Chuck Templeton vergleicht. Billy Graham, vielleicht kennt ihr Progrist, vielleicht kennt ihr die Lausanner Bewegung. Er hat vor so vielen Menschen gepredigt im 20. Jahrhundert wie kein anderer. Durch ihn sind so viele Menschen zum Glauben gekommen wie durch keinen anderen. Er war der theologische, geistliche Berater von 4 US-Präsidenten. Das heißt, bis an sein Lebensende ganz treu mit Jesus unterwegs geblieben. Chuck Templetons Leben lief anders. Also die beiden wären übrigens auf Soccercamp mitgefahren. Die hätten auch kein Fußball gespielt, die hätten nur gepredigt. Also das waren die Vorzeige-Evangelisten, beide Männer. Bei Chuck Templeton war es aber so, im Laufe seines Lebens kamen mehr und mehr Zweifel an der ganzen Sache auf. Mehr und mehr die Frage, stimmt das eigentlich, wofür wir stehen? Ist die Sache mit Gott wirklich so? Er hat dann seinen Beruf als Evangelist aufgegeben, ist Radiomoderator gewesen, hat dann dort ein paar Jahre lang gearbeitet. Dann hat er relativ am Ende seines Lebens ein Buch mit dem Titel geschrieben, Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Abschied von Gott, meine Gründe, warum ich den christlichen Glauben ablehne. Wenn ich die zwei Männer nehme, poppt bei mir eine Frage auf, die sich immer wieder mir stellt, nämlich folgende. Warum geben manche Christen eigentlich ihren Glauben auf? Warum gibt es Menschen, die mit Jesus starten, die vielleicht in Detmold Nord 20 Jahre waren und irgendwann in ihrem Leben entscheiden, nee, ich mache jetzt doch den Abschied von Gott. Vielleicht sagst du jetzt, Stephanus, wir hatten gerade so ein tolles Abendmahl. Kannst du jetzt echt so eine Frage hier hinwerfen? Warum geben Menschen ihren Glauben auf? Vielleicht bist du hier und du bist noch gar nicht mit Jesus unterwegs und du fragst dich, Stephanus, warum stellst du die Frage? Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich zeige euch mal zwei Bücher, die sehr relevant sind. Guckt mal links, warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Ist eine empirische Untersuchung, wo man junge Menschen, also junge Erwachsene, gefragt hat, warum hast du eigentlich aufgehört zu glauben? Das gleiche Walking Away from Faith ist dann im amerikanischen Kontext. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt. Es gibt immer mehr junge Erwachsene, die sagen, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber ich kann mit dem Ganzen nichts mehr anfangen. Wenn man solche Studien liest, dann ist einer der Gründe, warum man den Glauben aufgibt, folgender. Diese Menschen sagen, Gott hat so überraschend anders gehandelt in meinem Leben oder er hat sich mir so überraschend anders vorgestellt, dass ich sage, das kriege ich nicht mehr zusammen. Da gab es Leid in meinem Leben. Da gab es auf einmal einen Zweifel an der Bibel. Da bin ich in eine Kirche gegangen und dort habe ich ganz viel toxische Kultur erlebt. Habe ich ganz viel Machtmissbrauch erlebt. Und deswegen glaube ich heute nicht mehr. Oder ich bin aufgewachsen und es war ganz klar, wann Jesus wiederkommen wird. Die Endzeitgeschichte konnte ich dir aufmalen. Dann habe ich andere Christen kennengelernt und ich muss sagen, nee, irgendwie sehe ich das in der Bibel nicht mehr. Also Gott hat sich diesen Menschen irgendwie anders gezeigt. Ihr Verständnis hat sich verändert, sodass sie sagen,
ich kann nicht mehr an Gott glauben. Die Frage, die ich mit euch heute Morgen wenigstens kurz bedenken möchte, ist folgende. Wie können wir an einen Gott glauben, der nicht berechenbar und doch unveränderlich ist? Also wenn ihr schon die letzten Sonntage da wart, wo ich gepredigt habe, da wisst ihr immer, das sind immer so paradoxe Aussagen. Und die Bibel macht zwei Dinge deutlich. Gott ist unveränderlich. Und gleichzeitig ist Gott nicht berechenbar. Ich versuche euch da mal mit hineinzunehmen. Und das macht die Bibel wirklich sehr, sehr deutlich. Wir fangen mal mit dem sicheren Gebiet an, okay? Mit dem Gott ist unveränderlich. Ich nenne mal so ein paar Bibelverse. Und wenn du christlich aufgewachsen bist, dann kennst du diese Bibelverse tatsächlich. Also wenn du Hebräer 13, Vers 8 liest, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist so ein Kernsatz über Christus. Er ist und bleibt der Gleiche. Wenn man Jakobus 1, Vers 17 liest, wird deutlich, bei Gott ändert sich nichts. Guckt mal, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater des Lichts. Bei ihm gibt es keinen Wandel und keinen Wechsel vom Licht zur Finsternis. Also Gott ist nicht heute mal Licht und morgen Finsternis. Das passiert bei Gott nicht. Im Alten Testament, ich nehme nur so ein paar wenige Stellen, 5. Mose 32, er, Gott, ist der Fels, sein Tun ist vollkommen. Denn alle seine Wege sind gut. Er ist ein treuer Gott. Niemals betrügt er. Gerecht und rechtschaffen ist er. Also er ist der Fels und darauf kannst du bauen, definitiv. 4. Mose 23, Vers 13. Ich muss schmunzeln, weil manche von unseren Frauen ja gerade unterwegs sind. Vielleicht wirst du gerade sagen, das ist gut, dass die nicht da sind. Aber guck mal, es gibt so einen Satz in der Bibel. Gott ist kein Mann, also wird er nicht lügen. Das muss man sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du jetzt ein Mann bist. Lasst uns weiterlesen, das macht es dann klar, was gemeint ist. Gott ist kein Mensch, daher bereut er auch nichts. Hat er je etwas gesagt, es dann nicht getan? Hat er je was versprochen und es nicht gehalten? Also die Aussage ist, zum Menschsein gehört das Veränderliche dazu, aber bei Gott ist das nicht so. Er lügt nicht und er sagt nicht etwas, was er nicht hält. Du kannst dich auf ihn verlassen. Und so ein Vers wie Offenbarung 22, Vers 13, ne, wo Christus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und es wird deutlich, ja, Gott ist unveränderlich. Ich könnte da jetzt noch viele Verse nennen, die Psalmen ganz oft, denn seine Gnade gilt für immer und so weiter und so fort. Also Gott, sagt die Bibel eindeutig, ist unveränderlich. Jetzt gibt es aber eine Facette, die sagt die Bibel genauso deutlich, über die denken wir weniger nach und die integrieren wir in unseren Glauben auch weniger. Und das ist die Aussage, Gott ist aber nicht berechenbar. Guckt mal die Namen. Zu Abraham wird gesagt, du sollst Isaak opfern. Den einzigen Sohn, den Gott ihm geschenkt hat, werden wir irgendwann nochmal drüber nachdenken. Zu Josua wird gesagt, du sollst ganze Städte auslöschen, haben wir schon drüber nachgedacht, das Josua-Paradox. Wenn man weitergeht zu Hosea, er soll eine hurerische Frau heiraten, auch darüber haben wir schon nachgedacht. Jesaja wird gesagt, er soll 3 Jahre lang, also ich hoffe, ihr lest die Bibel, steht wirklich so, er soll 3 Jahre lang in Unterhose predigen. Was bin ich froh, dass ich nicht Jesaja bin. Hesekiel wird gesagt, er soll 400, übrigens, du solltest da auch froh sein, zu Hesekiel wird gesagt, er soll 430 Tage auf der Seite liegen vor einem Modell von Jerusalem, weil Gott sagen möchte, ich werde Jerusalem richten. Und man fragt sich, ehrlich Gott? Zu den Jüngern wird gesagt, werf die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Und man sagt, Jesus? Zu Petrus wird entgegen seiner gesamten Theologie gesagt, gehe zu den Heiden, Apostelgeschichte 10. Das war undenkbar. Und wisst ihr was? Das Überraschendste an Gott ist, und das müssen wir, glaube ich, wahrnehmen, ist Jesus. Also ihr Lieben, keiner hat die Geburt von Jesus erwartet. Erst recht nicht in einem Stall von Bethlehem. Keiner hat damit gerechnet, dass Jesus mit Frauen und Kindern redet. Das war ein No-Go in der damaligen Zeit und immer christlich, nicht christlich, sondern biblisch begründet. Keiner hat erwartet, dass Jesus zu Sündern essen geht, aber die Theologen seiner Zeit kritisiert und die Römer einfach noch machen lässt. Hast du mal die Geschichte von der Ehebrecherin in Johannes 8 gelesen? Laut dem Alten Testament musste diese Frau gesteinigt werden. Und Jesus sagt, nein. Jesus sagt, ich vergebe dir,
geh hin und sündige nicht mehr. Ein absolutes Unding in der damaligen Zeit. Keiner hat erwartet, dass Jesus am Kreuz, wenn er stirbt, tatsächlich wieder aufersteht. Keiner hat erwartet, dass Jesus mit 12 Jüngern seinen Missionsbefehl beginnt und sein Reich auf dieser Erde ausbaut. Keiner hat erwartet, dass Jesus wieder in den Himmel geht. Und ich könnte jetzt weiter, weiter und weiter machen. Und vielleicht merkt ihr, Gott ist unveränderlich, ja. Aber Gott ist auch in seinem unveränderlichen Wesen nicht zu greifen. Nicht berechenbar. Er ist auf eine gewisse Art und Weise immer überraschend. Es gibt einen Theologen, ist schon tot, war ein Schweizer Theologe, Karl Barth, der hat in seinem Römerbrief-Kommentar den häufigsten Satz, den du dort findest, ist der: Gott ist der ganz andere. Gott ist der ganz andere. Jetzt kann das ja sein, dass das bei dir alles ganz anders ist. Ihr kennt das schon, wenn du ein Handy dabei hast, zückt das mal. Mich interessiert, wie stark Gott dich in deinem Leben schon überrascht hat. Das heißt, entweder du scannst den QR-Code oder du gehst auf menti.com und gibst dann diesen 3980-8949 Code ein. Auch wenn wir weniger sind als sonst, es bleibt immer noch anonym und ich werde nicht wissen, was du antwortest oder nicht antwortest. Aber ich möchte, dass du dich selbst mal reflektierst und fragst, wo hat Gott mich denn tatsächlich mal erwischt? Wo hat Gott tatsächlich mal ganz anders gehandelt? Ich stelle mal die Frage für die, die schon eingeloggt sind. Ihr seht den Code aber immer noch. Von daher könnt ihr euch da auch noch einloggen. Das, was ich dir gerne mal als Frage stellen würde, ist die: Wie stark hat Gott dich in deinem bisherigen Leben schon überrascht? Im Blick auf deine Biografie, also das, was du erlebt hast, das, wo du heute bist. Im Blick auf andere Menschen, wo hattest du ein Bild von anderen Menschen und Gott hat dich sowas von überrascht? Im Blick auf, wo hat sich deine Theologie verändert, deine Ansichten, dein biblisches Verständnis? Und wo hat Gott dich vielleicht auch überrascht, einfach durch das, was gesellschaftlich um uns herum passiert? Nimm dir mal ein paar Augenblicke und versuch das für dich mal klar zu machen. Wenn du kein Smartphone dabei hast, dann mach das für dich innerlich. Aber das lohnt sich, glaube ich, mal durchzudenken. Ist doch spannend, oder? Also wenn ich es richtig sehe, ja, ich sehe es richtig. Wir sind auf der Überraschungsseite auf jeden Fall. Und jetzt im Durchschnitt am meisten im Blick auf das, was Gott mit deinem und meinem Leben getan hat, im Blick auf andere Menschen, im Blick auf, und das nimmt sich ja gar nicht so viel, wie verstehe ich bestimmte Dinge. Ich habe den Eindruck, wenn wir die Frage mal beantworten müssen, müssen wir sagen, jo, tatsächlich hat Gott mich überrascht. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie ist Gott, dann ist dieses, er ist nicht berechenbar, er hat immer auch das Überraschende. Das ist, glaube ich, manchmal nicht so vor unseren Augen. Und deswegen möchte ich mit euch in ein Buch schauen, auch nur sehr oberflächlich. Ich lade euch ein, es geht um das Buch Habakuk, hat nur 3 Kapitel. Ich lade dich ein heute Nachmittag, lies das Buch mal komplett. Es ist wirklich ein Buch, das ist herausfordernd, aber richtig, richtig gut. Aber ich möchte in ein paar wenige Texte eintauchen, wenn wir über diese Frage nachdenken, wie ist Gott eigentlich beides gleichzeitig? Unveränderlich und nicht berechenbar. Guckt mal, ich zeige euch mal den Aufbau des Buches. Das müsst ihr weder auswendig lernen noch jetzt ganz auseinandernehmen. Aber das Buch Habakuk ist deswegen so toll zu lesen. Es gibt eigentlich nur 2 Fragen und 2 Antworten in Kapitel 1 und 2. Immer 2 Fragen von Habakuk und 2 Antworten von Gott. Und in Kapitel 3 gibt es so einen Psalm, so ein innerliches Nachdenken Habakuk über seinen Gott. Und wie das zusammenhängt, da möchte ich uns kurz mit hineinnehmen. Ganz kurz, das Buch Habakuk ist im 7. Jahrhundert vor Christus entstanden. Die Assyrer, die sind gerade so auf dem absteigenden Ast, die Babylonier werden gerade zur Weltmacht, das Nordreich Israel ist schon in der Gefangenschaft, das Südreich Juda, das ist noch immer in Israel. Und ihr seht das, die große Frage von Habakuk ist in Kapitel 1, Vers 2 bis 4 folgende:
Warum unternimmt Gott nichts gegen die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit in Juda? Ich will den Text mit uns mal lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, herzliche Einladung, schlag das mal auf. Aber so beginnt der Prophet Habakuk. Das ist die Botschaft, die der Prophet Habakuk in einer Vision erhalten hat. Herr, wie lange rufe ich schon um Hilfe? Du aber hörst nicht hin. Ich schreie zu dir Gewalt, doch du hilfst nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und siehst dem Elend zu? Unterdrückung und Gewalt liegen vor mir. Es kam zu Zank, Streit ist ausgebrochen. Darum wird die Weisung kraftlos, das Recht kommt nicht mehr ans Licht, denn Frevler kreisen die Gerechten ein, darum werden verkehrte Urteile gesprochen. Habakuk tritt vor Gott und sagt: Gott, warum tust du eigentlich nichts gegen das ganze Unrecht in deinem Volk? Warum lässt du das zu? Ich rufe die ganze Zeit zu dir, aber du hörst nicht hin. Du hilfst nicht, Gott. Und merkst du überhaupt nicht, was hier passiert? Ich weiß nicht, ob das deine Vorstellung von einem Propheten ist. Ein Prophet spricht ja normalerweise für Gott. Ein Prophet ist normalerweise der Profi im Glauben. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Pastor. Ne? Das ist ein falsches Bild von Pastoren. Aber wir haben manchmal so ein Bild, das sind die Profigläubigen. Und der Prophet Gottes ist eigentlich genau der, der für Gott spricht. Aber hier passiert was anderes. Habakuk spricht zu Gott und das ist hier ein Protestgespräch. Das ist ein, ich verstehe es nicht, ich bin ungeduldig. Ich will das jetzt auch nicht emotionslos machen. Sondern Gott, was passiert um alles in der Welt hier eigentlich? Zeigt übrigens schon mal was im Blick auf, wie sollen wir mit Gott umgehen, der uns überrascht? Also nicht irgendwie, oh, lieber nicht drüber denken, nicht drüber reden, lieber nicht thematisieren, lieber, Stephanus, musst du irgendwie selbst klarkommen. Nein, Habakuk formuliert das und er zeigt, also dieses Paradox löst man nicht auf, indem man versucht, dem aus dem Weg zu gehen, sondern ein starker Glaube entsteht, wenn man Zweifel auch ausspricht, wenn man Zweifel auch Gott gegenüber mal ausspricht. Das ist der Beginn. Jetzt weiß ich nicht, wie du auf Habakuk reagiert hättest, wenn du Gott wärst. Ich hätte irgendwie versucht, ihn zu ermutigen. Ich hätte irgendwie versucht zu sagen, Habakuk, guck mal, ich werde das alles noch gut machen. Und Habakuk, spielt keine Rolle, was ich gemacht hätte. Guckt mal, was Gott tut. Das ist die Frage von Habakuk. Und dann sagt Gott Folgendes. Seht auf die Völker, schaut hin, staunt und erstarrt. Denn noch zu euren Lebzeiten werde ich ganz bestimmt handeln. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man davon erzählt. Denn ich bringe die Babylonier in Stellung, ein unerbitterliches und schnelles Volk. Es wird in die äußersten Ecken der Erde vordringen. Dort wird es Wohnungen in Besitz nehmen, die ihm nicht gehören. Die Babylonier sind schrecklich und furchterregend. Sie bestimmen selbst, was recht ist. Also ich versuche das nochmal für uns auseinander zu klamüsern. Habakuk sagt: Gott, siehst du eigentlich das Unrecht in Juda? Wie um alles in der Welt kannst du das so lassen? Und Gott kommt und sagt, Habakuk, keine Sorge, ganz ruhig. Ich bringe noch viel mehr ungerechte Leute in dein Land. Und die Babylonier sind noch viel grausamer. Und die Babylonier, die werden tatsächlich, die nutze ich, um dieses Unrecht zu richten. Wenn du jetzt Habakuk wärst, würde ich sagen, ehrlich jetzt Gott? Jetzt ganz im Ernst, ich leide am Unrecht in meinem Volk und du, und das klingt schon fast so, als ob Gott hier so ein bisschen stolz ist, und du sagst jetzt, ich bringe noch ungerechtere Leute und die nutze ich? Ich versuche das mal ein bisschen für uns fassbar zu machen. Es kann sein, du sagst, ich leide unter der Lieblosigkeit, unter der Lauheit in meiner Gemeinde. Du gehst ins Gebet und du sagst, Jesus, tu bitte was. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde dich wieder neu ins Zentrum stellen. Und dann würde Gott kommen und zu dir sagen, mach ich, keine Sorge. Die Moschee neben eurem Gemeindehaus, der habe ich gestattet, dass sie euer Gemeindehaus kaufen kann. Sie wird das Haus abreißen und wird einen Moschee-Erweiterungsbau dorthin setzen. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Also auf dem Level sind wir hier, wo man fragt, kein Mensch wäre auf diese Idee gekommen. Und Gott sagt sogar noch, ne, ihr werdet es nicht glauben, Leute. Erstarrt, ich tue etwas, womit ihr nicht gerechnet habt. Lasst es mich mal so sagen, ihr Lieben, und die Mentio-Umfrage zeigt das.
sowas wird es in deinem und meinem Leben geben. Es können Dinge in deiner Biografie passieren, wo du sagst, ich hätte es nie erwartet. Und da gibt es Schönes, da gibt es aber auch Schweres. Da betest du um die Heilung für eine Freundin und sie wird immer kränker. Da betest du darum, dass du Jesus findest und du schließt dich einer Kirche, einer Gemeinde an und dann merkst du, oh, das sind auch alles nur Menschen und die verletzen mich. Und jetzt bin ich so verletzt, dass ich sage, was macht das eigentlich mit meinem Glauben? Du versuchst der Bibel zu vertrauen, aber du merkst, irgendwie kommt immer mehr Zweifel, kann ich der Bibel eigentlich trauen? Du hast ein bestimmtes Bild von Gott und irgendwo merkst du, ich krieg's nicht beieinander. Also wie können wir mit einem Gott unterwegs sein, der nicht berechenbar ist und doch unveränderlich? Wisst ihr, die Studien, warum verlassen junge Menschen ihren Glauben, die sagen Folgendes. Wenn ich ein ganz festes System habe und sage, so muss Gott sein und nur so kann er sein und jedes, alles Endzeit und jedes biblische Frage kann ich dir alle beantworten. Die meisten verlassen ihren Glauben aus folgendem Grund. Es wird ein Stein aus dem Haus gezogen und damit bricht das ganze Gebäude zusammen. Also vielleicht habt ihr Tschenka-Spiel schon mal gespielt und die Kunst ist ja so viele Steine rauszuziehen und das Gebäude oder der Turm bleibt immer noch stehen. Und die Aussage von diesen Studien ist folgende, wenn man sagt, Gott ist nicht unberechenbar, ich kann dir genau erklären, wie Gott ist. Wenn man so unterwegs ist und dann kommt jemand, und das kann die Gesellschaft sein, das kann ein Bruder, eine Schwester sein, das kann ein Nichtchrist sein und zieht einen Stein raus, dann ist die Gefahr, dass das gesamte Gebäude zusammenbricht. Weil man immer gedacht hat, ich habe Gott in der Tasche, ich kann ihn kontrollieren. Aber Leute, Gott ist nicht so. Gott ist ja unveränderlich, aber er ist nicht berechenbar. Ich weiß nicht, wer von euch mal die Chroniken von Narnia gesehen hat. Chroniken von Narnia, von C.S. Lewis geschrieben, sind ja so gemacht, dass der Löwe repräsentativ als Sinnbild für Jesus Christus steht. Also Aslan ist eine ganz große christliche Typologie in den Chroniken von Narnia. Aslan symbolisiert Jesus Christus. Und es gibt einen Satz, den C.S. Lewis über Aslan sagt, der trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt in den Chroniken von Narnia Folgendes. Er ist kein zahmer Löwe. Natürlich ist er unberechenbar und gefährlich, aber er ist gut. Er ist kein zahmer Löwe. Gott ist kein zahmer Gott. Gott ist auch kein Mensch. Gott ist weder Mann noch Frau, wenn ich nochmal an den Text von vorhin komme. Er ist kein Mensch, er ist Gott. Und er ist natürlich unberechenbar und auch gefährlich. Aber er ist ein guter Gott. Also die entscheidende Frage, und ich glaube, dort gehen wir oft falsche Wege, ist nicht, wie kann ich die Unberechenbarkeit Gottes vermeiden? Also wie kann ich in so safe spaces gehen, wo ich möglichst nur das von Gott erlebe, was ich auch denke, was Gott ist? Das funktioniert nicht. Sondern die entscheidende Frage ist, wie kann ich mit einem Gott umgehen, den ich nicht kontrollieren kann, der mich überraschen wird? Ich sage euch mal, was mir da geholfen hat. Es gibt einen Alttestamentler, der heißt Walter Brüggemann. Der hat mal drei verschiedene Phasen des Glaubens herausgearbeitet. Und die finde ich sehr, sehr hilfreich. Er sagt, Glaube beginnt entweder im Kindesalter oder wenn du zum Glauben kommst, mit der Phase sicher orientiert. Das heißt, in dieser Phase ist eigentlich die Glaubensfrage, da ist alles klar. Zustand der Ausgewogenheit, des Gleichgewichts. Glaube und Leben machen Sinn. Du hast deine Lieblingstheologen, du hast deine Lieblingsstudienbibel und du kannst eigentlich auch fast alles erklären, was in der Bibel an Fragen aufkommt und was im Blick auf Gott an Fragen aufkommt. Das ist eine sichere und gute, orientierte Phase. Man kann sagen, so eine Art kindlicher Glaube, womit ein Glaubensleben immer beginnt. Was dann passiert, laut Brüggemann, und das ist wirklich meine Erfahrung, ist Folgendes. Es gibt eine Phase im Leben, die kann man so nennen, schmerzlich desorientiert. Es passieren Dinge in deinem Leben, die passen nicht zu deinem Gottesbild. Es passieren Dinge in deinem Leben, das kann persönlich sein, das kann gesellschaftlich sein, das kann theologisch sein, wo du sagst, das passt nicht. Und in dieser Phase gibt das immer einen Schmerz und auch so ein bisschen eine Suche, wo finde ich denn jetzt halt? Und deswegen in dieser Phase gibt es die wirkliche Chance, dass du sagst, ich glaube nicht mehr.
Jetzt weiß ich nicht, wie du hier sitzt. Vielleicht sagst du, Stephanus, die Predigt kannst du dir sparen. Ich werde immer mit Jesus unterwegs sein. Friede mit dir. Ich kann das von mir aus nicht sagen. Wenn Christus mich nicht hält, kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, ich kriege das hin. Das heißt, es gibt die reale und echte Gefahr, dass man in dieser Phase sagt, das macht alles keinen Sinn mehr und ich lasse das. Und jetzt, liebe Gemeinde Detmold Nord, lasst uns mal einfach ein paar Jahre zurückdenken. Das gilt ja für einige von uns. Das kann ich euch von Bibelschulklassen sagen. Das kann ich euch von Kollegen sagen. Das passiert ja wirklich. Oft wollen wir das nicht wahrhaben, ne? Und sagen, nee, das macht auch nicht so viel Spaß, darüber nachzudenken. Aber es gibt tatsächlich die Chance, in solchen Phasen, dass man an der Überraschung Gottes sagt, ich lasse das alles. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, und das nennt Brüggemann so, es ist eine überraschend neu orientierte Phase. Das heißt, das ist eine Phase, die nicht mehr nur kindlich glaubt, man kalkuliert mit ein, Gott ist nicht zu berechnen. Und man kalkuliert auch mit ein, ich kann das irgendwie nicht kontrollieren. Und man hat auch den Schmerz immer noch in seinem Leben. Und trotzdem kommt es zu einer Neuorientierung, zu einer neuen Art, kindlich zu glauben. Jetzt ist Folgendes spannend, ihr Lieben. Ich bin jetzt 41 und egal wie alt du bist und egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, solche Phasen durchleben wir immer und immer wieder. Was mich interessiert, ist Folgendes. Heute Morgen, wo würdest du denn sagen, in welcher Phase bist du gerade? Also mal ganz ehrlich, für dich macht das mit Gott und dir selbst aus, aber du hast den blauen Punkt und den kannst du jetzt dorthin schieben, wo du sagen würdest, dort bin ich gerade. Bist du in der Phase sicher orientiert? Und da gibt es ja keine Wertigkeit der Phasen, die sind alle gut und richtig. Aber wir sind unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Stellen im Leben. Versuch das mal für dich kurz klar zu kriegen, in welcher Phase bist du gerade. Ich will den Satz gar nicht in jeder Predigt sagen und ich kriege auch kein Geld dafür. Aber ich liebe Mentimeter. Jetzt guckt euch einfach mal nur ganz kurz das an. Also da gibt es Leute, und was finde ich das toll, die sagen, mein Glaube ist gerade sicher orientiert. Ich bin gerade in einer Phase, da macht das Sinn und das ist wirklich eine richtig gute Phase. Da gibt es Leute, ich springe mal auf die andere Seite, die würden sagen, ich habe das durch. Aber ich bin gerade in so einer überraschten Neuorientierung. Ich bin wieder mit Jesus unterwegs. Und das heißt ja nicht, dass du vorneweg nicht mit Jesus unterwegs warst. Aber ich habe das Gefühl, ich bin wieder auf so einer Phase, wo man normal und gut leben kann. Aber liebe Leute, nehmt mal bitte den Zwischenbereich wahr. Nehmt mal bitte wahr, wie viele in dem Bereich sind. Ja gut, das ist gerade so die Talsohle, vielleicht durchschritten. Aber ich ringe mit der Frage, wie ist Gott? Ich ringe mit der Frage, ist die Bibel zuverlässig? Ich ringe mit der Frage, macht das, wie ich aufgewachsen bin, tatsächlich und wirklich Sinn? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ärgert sich, wenn er sieht, Stephanus predigt, geht es wieder um so ein doofes Paradox. Leute, ich mache das deswegen, weil ich weiß und selbst bei mir auch erlebe, das sind Phasen, die müssen wir irgendwie durch die Bibel und mit Christus erleben. Wir kommen nicht dran vorbei, dass Gott nicht berechenbar ist. Und nein, wir kommen auch nicht dran vorbei, dass Gott unveränderlich ist. Deswegen will ich euch, wir haben noch 10 Minuten, in den 10 Minuten will ich euch in 3 kurze Linien reinnehmen, die das Buch Habakuk legt. Ja gut, wie soll ich denn dann leben? Wie kann ich denn mit diesem Löwen, der gefährlich und nicht berechenbar ist, aber gut ist, wie kann ich denn mit diesem Löwen leben? Das Buch Habakuk gibt 3 kurze Antworten darauf.
Und die Antwort Nummer eins ist die, das Buch macht deutlich, liebe Leute, wenn ich euch einen Tipp geben könnte, ist es der, wartet auf die Zukunft und zwar voller Hoffnung. Wenn du das ganze Buch Habakuk und nochmal, mach das heute Nachmittag mal, wenn du das liest, die drei Kapitel, wird deutlich werden, das Problem von Habakuk ist ein Verzögerungsproblem. Sein Problem ist, er steht jetzt im Hier und Jetzt heute und er fragt sich, was soll das eigentlich alles? Und das ganze Buch macht deutlich, weißt du was, Habakuk, die Schwierigkeit für dich ist, du siehst nur diesen einen Moment und du siehst nicht das Ganze. Wenn du wartest auf die Zukunft voller Hoffnung, wird das Sinn machen. Ihr kennt das alle, so ein Verzögerungsproblem. Ich zeige euch mal ein Frame, also nur ein Bild aus einem Film, den viele von euch kennen. Vermute ich. Ich weiß nicht, was du zu Hause anguckst. Aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal Findet Nemo angeguckt hat. Wenn du dieses Frame siehst, dann, und du kennst den Film nicht, dann würdest du dir Gedanken machen, was passiert hier eigentlich? Ich kann dir eigentlich versprechen, du würdest nie auf die Idee kommen, dass Bruce ein vegetarischer Hai ist, der so von der Geschichte und von der Biografie dieses kleinen Klauenfisches so ergriffen wird, dass er alles tut, um dem Klauenfisch zu helfen. Das zeigt das Bild null, oder? Unser Leben und unser Gott, wie bist du? Und du bist ganz anders, ist aber oft genau so. Ich sehe den Moment und ich sage, das macht null Sinn. Und das Buch Habakuk sagt, stimmt. Aber weißt du was, wenn du die ganze Geschichte siehst, wenn du die gesamte Geschichte vor Augen hättest und irgendwann wirst du sie haben in der Zukunft, dann macht es doch Sinn. Guckt mal, in Habakuk ist es vor allem Kapitel 2, Vers 3, dass nach dem Protest des Propheten, nach der sehr überraschenden Antwort Gottes, lesen wir dort Folgendes. Denn es ist eine Vision, die erst zu einer bestimmten Zeit eintreffen wird. Sie strebt dem Ende entgegen und sie lügt nicht. Wenn sich das verzögert, was sie ankündigt, dann warte darauf. Denn es wird ganz bestimmt kommen, man kann es nicht aufhalten. Jetzt, ich springe gerade im Buch. Ich erkläre euch mal, was mit dieser Vision gemeint ist. In dieser Vision, da ist alles gemeint, was in Kapitel 2 beschrieben wird. Und in Kapitel 2 wird Gott so beschrieben, wie er eigentlich von uns sich erwünscht wird. Gerecht, heilig, souverän, herrlich. Gott richtet dort das Böse. Er ist ein Gott, der von der ganzen Schöpfung verehrt wird. Also dort, wo man sagt, jetzt macht es wieder Sinn. Und Habakuk 2, Vers 3 sagt, weißt du was, Habakuk? Das verzögert sich der Blick darauf. Und weißt du was, Habakuk, für dich gilt es darauf zu warten, aber warte darauf, weil wenn sich das verzögert, dann heißt das nicht, dass am Ende der Tage, wenn du in der Zukunft bist, auf die du gehofft hast, das nicht doch Sinn macht. Wisst ihr, wir leben auch als Kirche Jesu heute, wir leben in so einer Zwischenzeit. Und den Satz, den ich dort immer präge, ist genau der, es ist schon alles vollbracht, aber es ist noch nicht alles vollendet. Jesus hat am Kreuz, und was bin ich fürs Abendmahl dankbar, es ist vollbracht, aber wir leben in dieser Spannung, dass wir es noch nicht in Vollendung erleben. Also Punkt 1 ist, Gott scheint vor allem deswegen keinen Sinn zu machen. Und wir sind so überrascht von ihm und von dem, was jetzt gerade passiert, weil wir nur den einen Moment sehen. Wir sind quasi nur, wenn du die Heilsgeschichte mal nimmst und von Schöpfung anfängst und bis zur Neuschöpfung gehst, wir sind hier mittendrin, heilsgeschichtlich, irgendwo, eine kleine Phase. Und Habakuk sagt, wartet auf die Zukunft. Das wird euch helfen. Habakuk sagt ein zweites, und das ist Folgendes, warte nicht nur auf die Zukunft, sondern erinnere dich auch an die Vergangenheit. Weil wenn das Warten auf die Zukunft Hoffnung geben kann, dann ist die Erinnerung an die Vergangenheit eine Ermutigung auf das, was Gott schon getan hat. Wisst ihr, Habakuk 3 tut genau das. In Habakuk 3 wird zurückgeblickt auf die Heilsgeschichte. Das beginnt in Vers 2 so, Herr, ich habe deine Nachricht gehört, dein Werk, Herr, habe ich gesehen. Und wenn du jetzt Habakuk 3 liest, werden zwei Dinge deutlich, die Habakuk im Blick auf die Vergangenheit sieht. Er sieht erstens, wie ist Gott? Und dort geht es um den Exodus, es geht um die Plagen, es geht um das, wie Gott gerettet hat, immer und immer und immer wieder. Wenn Habakuk in die Vergangenheit schaut, sieht er aber ein zweites Element.
Er sieht, dass Gott nicht nur ein Rettergott ist, sondern dass Gott schon immer überraschend gehandelt hat. Also wenn du in deine Vergangenheit schaust, und jetzt nimm nochmal die Menti-Umfrage vom Anfang. Gott hat mit mir schon viel überraschend gehandelt. Gott hat mit dir schon viel überraschend gehandelt. Und er ist trotzdem Gott geblieben. Er ist trotzdem der Rettergott. Und Habakkuk 3 sagt, der Blick in die Vergangenheit, der soll genau das bewirken. Ein Vertrauen, Gott ist gut, er rettet. Und ein bisschen eine Ernüchterung. Gott hat schon damals immer Dinge gemacht, die ich nicht verstanden habe. Gott hat mich schon dort Wege geführt, die aus meiner Sicht in dem Moment keinen Sinn gemacht haben. Aber jetzt macht es doch irgendwo Sinn. Also das eine war der Blick nach vorn, das andere ist der Blick zurück. Ich ermutige dich, dass die Facette in deinem Glaubensleben nicht zu wenig vorkommt. Das Reflektieren, was habe ich mit Gott schon erlebt? Das Reflektieren, wie war Gott in der Vergangenheit? Der Blick nach vorne in die Zukunft und der Blick zurück in die Vergangenheit, die zielen alle auf Punkt 3. Und das ist das Leben in der Gegenwart, nämlich das Leben mit einem resilienten, also mit einem widerstandsfähigen Glauben. Der bekannteste Vers aus dem ganzen Buch Habakkuk, der ist eigentlich nur deshalb bekannt, weil er im Neuen Testament so oft zitiert wird, aber der bekannteste Vers ist Habakkuk 2, Vers 4. Derjenige, der nicht aufrichtig ist, erhält seine Strafe, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Die Aussage ist, es geht darum, dass wir im Hier und Jetzt aus Glauben leben. Und Habakkuk sagt, du sollst nach vorn schauen mit Hoffnung, du sollst zurückschauen als Ermutigung mit dem großen Ziel, im Hier und Jetzt, wo Gott keinen Sinn macht, im Hier und Jetzt, wo man sich fragt, was passiert hier eigentlich, gilt es mit Glauben zu leben. Und erinnert ihr euch an die Definition von Glauben aus Hebräer 11, Vers 1? Es ist ein Festhalten an dem, was man nicht sieht. Ein Fürwahrhalten von Dingen, die nicht vor Augen sind. Und das Buch Habakkuk macht deutlich, liebe Leute, wenn man mit einem Gott unterwegs ist, den du nicht berechnen kannst, der trotzdem sagt, ich bleibe unveränderlich, dann gilt es im Hier und Jetzt zu glauben. Wenn du die letzten 5 Minuten zugehört hast, wirst du vielleicht sagen, na klasse, Stephanus. Da sind wir doch wieder bei den einfachen Antworten, oder? Ist das nicht wieder das Glaube einfach? Freu dich auf die Zukunft. Guck mal, Gott war auch früher schon gut. Typisch christlich, oder? Hilft das wirklich weiter jetzt? Kommt, die 30 Sekunden nehme ich mir. Ich will es von euch wissen. Sagt mal ganz ehrlich, die letzten 5 bis 7 Minuten, wo ich gesagt habe, nach vorne schauen, zurückschauen, hier und jetzt. Was würdest du sagen? Sind wir eigentlich nicht wieder bei den einfachen Kindergottesdienstantworten? Glaube einfach, Gott bleibt der Gleiche und irgendwann wirst du es auch verstehen. Ich habe das ja befürchtet, ihr Lieben. Seht ihr das? 85% würden sagen, eigentlich schon. Also eigentlich. Also kann man sich das doch sparen, oder? Liebe Leute, nein, kann man nicht. Ich zeige euch ganz zum Schluss noch einmal diese Grafik mit den verschiedenen Phasen des Glaubens. Sicher orientiert, schmerzlich desorientiert und überraschend neu orientiert. Wisst ihr, das, was wir jetzt gerade thematisiert haben, wenn du ins letzte Jahrhundert guckst, ins 20. Jahrhundert, dann wurde das ja im Blick auf die Christenheit auf großer Ebene durchbuchstabiert. Also da gibt es eine ganz große bibelkritische Anfrage. Kann man überhaupt der Bibel vertrauen? Vielleicht hast du mal den Namen Rudolf Bultmann gehört. Der hat gesagt, du musst das alles entmythologisieren. Du darfst nicht mehr so kindlich glauben, Stephanus. Das war früher und das gibt es aber heute nicht mehr. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und da gab es einen Mann, der heißt Paul Ricoeur, der hat 2 Begriffe geprägt, die finde ich extrem hilfreich. Den Begriff der ersten Naivität und der zweiten Naivität.
Die erste Naivität, das ist der kindliche Glaube, der noch durch nichts erschüttert wurde, der auch noch nichts hinterfragt wurde, der auch einfach sagt, das habe ich so im Kindergottesdienst gehört und das glaube ich. Und das ist gut und richtig. Die zweite Naivität, ihr seht, die ist, nachdem man das durchlebt hat oder immer wieder durchlebt. Das meint jetzt nicht einfach wieder zurück, sondern natürlich sind die Anfragen an Gott jetzt Teil unseres Glaubens. Natürlich ist das Gott, ich würde dich gern fassen, aber ich kann es nicht, Teil unseres Glaubens. Die zweite Naivität, das ist ein reflektierter Glaube, auch ein schmerzlicher Glaube, der aber trotzdem vom Ergebnis wieder sagt, ich glaube. Der das, was man erlebt hat, existenziell oder an Anfragen, mit integriert. Der sagt, ja, ich glaube, und zwar an einen Gott, der nicht nur unveränderlich ist, sondern der auch unberechenbar ist. Liebe Leute, mein Ziel war heute Morgen nur eins. Gewöhne dich daran, dass Gott dich überrascht. Gewöhne dich daran. Und mein Ziel ist, und ich glaube, darauf zielt das Buch Habakuk, auch wenn diese Überraschungen Gottes das Potenzial haben, dass du sagst, ich lasse das mit Jesus ganz, ich lasse das mit Kirche ganz, ich lasse das mit Glauben ganz, tu das nicht. Tu das nicht. Sondern durchlebe diese Phasen, formuliere das Gott gegenüber so, formuliere das auch, ich wünsche mir das bei uns in der Gemeinde noch viel mehr, dass wir gegenseitig sagen, ich ringe gerade wirklich damit. Aber dann ringe darum, und das kannst du mit dem Geist Gottes tun, dass du zu einer zweiten Naivität kommst. Ich glaube trotzdem. Und ich glaube bewusst und ich glaube reflektiert. Und vielleicht ist es wirklich C.S. Lewis, der es am besten zusammenfasst. Er ist kein zahmer Löwe. Natürlich ist Gott unberechenbar und gefährlich, aber ihr Lieben, er ist gut. Und mit diesem guten und unberechenbaren Gott kann man reden. Deswegen lade ich euch ein, aufzustehen. Ich bete noch.